So, hier sitzt jetzt bei mir die bezaubernde Vis-à-vis. Hallo, grüß dich. Hallo, ich finde übrigens deine Kette bezaubernd, möchte ich gleich mal von vorne sagen. Merci beaucoup. Ich finde deine Ohrringe sehr charmant. Ach, schön, wenn sich Frauen immer erstmal Komplimente machen, bevor sie anfangen zu reden. Also zum Prozedere. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und der Weltrekordhalter in Karikaturen zeichnen wird daraufhin eine Karikatur zeichnen. Deine Fans können dieses Bild gewinnen. So, wir starten mit der ersten Frage. Wer ist dein politisches Vorbild? Das ist gleich schon mal eine schwierige Frage. Weil ich habe so einen Lieblingspolitiker, aber das ist nicht politisch gesehen mein Vorbild, sondern ich mochte ihn einfach als Politiker. Das war tatsächlich Gerhard Schröder. Ich war sehr traurig, als er nicht mehr an der Macht war. Politisch gesehen, von der Arbeit, gibt es für mich nicht den perfekten Lieblingspolitiker. Das ist das Schlimme. Deswegen kann ich nur vom Sympathiefaktor ausgehen. Und dann war das komischerweise, auch wenn mich dafür vielleicht manche Menschen hassen, Gerhard Schröder. Ich fand einfach, der hatte Charme und Style. Als er dann in dieser Elefantenrunde saß und dann wie so ein geistesgestörter, zugekokster Suffkopf erzählt hat, dass er immer noch der Kanzler ist, dann habe ich schon überlegt, so, ob da was nicht richtig ist. Aber ansonsten fand ich ihn immer sehr sympathisch. Wenn du Politiker wärst, was wäre dein Wahlslogan zur Bundestagswahl? Ich habe immer früher, wenn Leute zu meinen Auftritten kommen sollten, den Satz gesagt, wer nicht kommt, kommt nicht klar. Das könnte man natürlich auf eine Wahl beziehen. Dann wäre ich halt so ein bisschen Ghetto-Politikerin mit so einem plumpen Spruch, aber mir fällt spontan jetzt nichts Besseres ein. Ich finde das ziemlich gut, also für die Spontanität, wow, nicht schlecht. Stell mal vor, du könntest ein romantisches Abendessen am Meer verbringen mit einem Politiker, nicht mit dir, Gero. Wer wäre das? Ich würde, glaube ich, dann jemanden auswählen, den ich nicht unbedingt auswähle, weil ich ihn so gerne mag, sondern eher der irgendwie interessant ist und mit dem ich wirklich einfach mal sprechen wollen würde. Und ich glaube, das ist Guido Westerwelle. Ich habe wirklich große Probleme mit Guido Westerwelle, mit seiner Art. Und ich würde gerne mal 2 Stunden mit ihm an einem Tisch sitzen und einfach mal herausfinden, ob er wirklich so scheiße ist, wie ich ihn immer finde. So, die vorletzte Frage. Auf welcher Demo warst du zuletzt? Auf welcher Demo? Muss ich da aktiv gewesen sein oder kann ich auch durch Zufall irgendwo langgelaufen sein? Und Zufall ist auch okay. Ich glaube, dann war es tatsächlich 1. Mai dieses Jahr. Also ich gebe zu, dass ich nicht wirklich demonstriert habe. Die letzten Jahre bin ich da immer richtig aktiv mitgelaufen und habe dann aber irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, wenn man dann nachts in Kreuzberg ankommt und dann fangen immer alle an, Steine zu werfen. Da bin ich mal in so einen Kessel reingeraten zwischen Wasserwerfern, Steineschmeißern und habe mir gedacht, warum bin ich hier eigentlich? Bringt irgendwie nichts, bin ich dumm. Ja, und ich gebe zu, dass ich nicht so der größte Fan von Demonstrationen bin, obwohl ich den Sinn gut finde, aber so viele Menschen und dann oft einfach die Stimmung, die irgendwann umschlägt. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich generell der große Demogänger wäre. Kommen wir zur letzten Frage. Welche politische Bewegung sagt dir am meisten zu? Ja, so richtig ähnlich wie bei dem perfekten Politiker gibt es auch nicht so die perfekte politische Bewegung für mich. Aber wenn es eine gäbe, dann müsste die halt ziemlich viele Dinge vereinen. Also es müsste sich irgendwie versucht werden, und das ist ja meist utopisch, um jeden zu kümmern. Und ja, das ist halt eine naive Traumvorstellung, glaube ich. Aber es sind auf jeden Fall Bewegungen, die nicht extrem sind. Das finde ich, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig. Wenn etwas extrem für oder gegen etwas ist, dann neigen die Menschen halt meist zu Fanatismus. Das heißt, es sollte eine Bewegung sein, die open-minded ist und die offen für andere ist und eben nicht nur so diesen eigenen Tellerrand sieht. Aber ich gebe ehrlich zu, ich bin nicht wirklich Teil, gefühlt zumindest, einer politischen Bewegung, außer natürlich, du hast die Macht. Aber ansonsten brauche ich noch eine perfekte politische Bewegung, der ich mich vielleicht irgendwann mal anschließen könnte. Ich habe die Macht, weil ich meinen Traum vom Moderieren zum Beruf gemacht habe und weil ich tatsächlich so ein bisschen das perfekte Leben leben kann. Ich kann Menschen Fragen stellen, ich kann mir spannende Geschichten anhören und ich bin vielleicht ein Beispiel dafür, dass wenn man hart arbeitet und diszipliniert ist und an seinen Traum glaubt, dahin kommt, wo man möchte. Und deswegen möchte ich natürlich jetzt auch von euch wissen, warum ihr die Macht habt. Und wenn ihr den Traum habt, hier eine wunderbare Karikatur zu gewinnen, dann schickt das Ganze einfach an Du hast die Macht.